Bei Bauarbeiten im Garten des Kunsthauses Dahlem in Berlin ist eine Skulptur von Arno Breker, einem von Hitler sehr geschätzten Künstler, entdeckt worden. Eine zweite dort gefundene Skulptur wird noch zugeordnet. Der NS-Künstler Arno Breker war ein sehr umstrittener Künstler. Er war sogar der Lieblingsbildhauer von Adolf Hitler. Besuch bei Professor Arno Breker, dem Schöpfer hervorragend.